Running. Full grid. Herzlich willkommen im wunderschönen Wohnzimmer des Café 7 Sterns bei einem weiteren Gespräch heute mit der Patricia Ricci. Ricci. und mit mir. Mein Name ist Peter Alexander Hackmeier. Und bei uns geht es um das coolste Leben. Und Patricia, wir haben uns vor ein paar Monaten kennengelernt, gell? Wir haben uns einmal gesehen bisher und ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht so genau, was du machst, aber du hast damals dem Katzi mit so einer Begeisterung von dem erzählt, was du machst und wie du lebst, dass ich gewusst habe, du bist genau die Richtige für unsere Sendung, für unser Gespräch. Und ich habe natürlich den Namen Villa Natura ganz oft gelesen und mit dir im Zusammenhang gesehen. Was ist es eigentlich? Was ist dein coolstes Leben? Mein coolstes Leben ist gar nicht so leicht zu beschreiben. Ich habe lange gebraucht, bis ich das gefunden habe, bis nicht bei meinen Gesprächspartnern nur noch Fragezeichen aufgetaucht sind, weil ich mache sehr viele Sachen. Aber jetzt habe ich ein Wort dafür gefunden, das ist Erlebenstrainerin. Also cool. Ich mache einfach coole Sachen mit Leuten. Wir erleben einfach gemeinsam viel, egal ob in Seminaren oder Coachings, mit Teams. Es geht einfach um das Erleben an sich, also um das zu sein, natürlich zu sein, wild zu sein, frei zu sein, zu schauen, was passiert. Also, so würde ich es zusammenfassen. Das lässt sich schwer so ganz konkret sehen, weil es ganz viele kleine Sachen sind. Es sind Coachings, es sind Seminare, es sind Kräuterwanderungen, es ist Naturpädagogik, es ist das Malspiel, Kreativtrainings. Ich habe einen Malort und mache das Malspiel nach Arno Stern. Schön. Und da setzen sich einfach ganz viele Sachen zusammen. Und ja. Das im Rahmen und im Namen von Villa Natura in Klosterneuburg, schätze. Genau, also das ist ein kleines Häuschen mit einem ganz großen Garten, 4000 Quadratmeter. Und da ist ganz viel Raum einfach für Kreativität, für Natur, einfach um zu sein, für Natürlichkeit. Das ist es, worum es mir vor allem geht. Schön. Du sagst ja immer, wenn man zu dir oder in die Villa Natura kommt, kommt man näher zu sich selbst und lernt sich selber kennen. Wie traurig ist es eigentlich, dass man nicht einfach ist, oder? Dass man durch unsere Gesellschaft, vielleicht durch Schule, durch unsere Arbeit, aber durch das, was wir tun, ganz oft von uns selber wegkommen, dass man bewusst solche Coachings überhaupt brauchen, sollte es nicht das Natürlichste der Welt sein, dass man bei uns selber ist. Absolut, ja. Andererseits, es hat schon natürlich so eine kleine Melancholie drinnen und das spürt man manchmal, wenn man von dem wegkommt, aber ich merke das so oft und es weiß jeder von uns, was eigentlich in uns drinsteckt, oder? Das hat ja keiner vergessen, das ist einfach, das ist so ein innerer Kern, das ist so dieses Kindliche, dieses Verspielte in uns. Das ist einfach präsent und das ist gar nicht so weit weg, wie wir manchmal glauben. Das liegt ganz nah, das ist manchmal nur ein paar Minuten entfernt oder nur einen Moment mal rauszugehen und in die Wolken zu schauen oder in die Sterne zu schauen. Oder ja. Mhm. Aber warum so, glaubst du, ist es so überdeckt von den ganzen Konditionierungen? Warum gelingt es ganz vielen Menschen nicht öfter, man selber zu sein einfach? Ja, ich glaube, weil der Anspruch so groß ist, einerseits was Richtiges zu machen, also diese Bewertungen, die wir alle selber haben. Das ist, glaube ich, das Schwierigste. Es ist so, uns wird oft so ein Leben gezeigt, oder das ist das, wo viele sich drin sehen, wo man nicht unglücklich ist. Das ist für mich so die Differenzierung. Es ist so ein Unterschied, finde ich, zwischen das Leben danach auszurichten, nicht unglücklich zu sein oder wirklich richtig glücklich zu sein. Weil wenn ich nicht unglücklich bin, dann kann ich viele Sachen machen und dann kann ich so dieses ganz normale, klassische Leben leben und da kann man auch richtig glücklich drin sein. Aber es ist so ein ganz ein feiner Grat zwischen dem, was man wirklich will. Und den einfach mal zu übertreten, immer wieder oder auch immer länger, das ist, finde ich, so die Kunst. Weil natürlich, so wie du und ich, wir einfach so unsere eigenen Sachen machen, trotzdem gibt es Momente, glaube ich, auch bei dir, zumindest bei mir viele, wo trotzdem Routine sich einschleichen, wo ich Buchhaltung machen muss und so Sachen, die jetzt nicht gerade unbedingt nur das Coolste des Lebens sind. Aber ich weiß, die gehören dazu und deswegen kann ich es dann einfach mit Freude machen und ja, einfach einen Haken drunter setzen. Stimmt, und es ist einfach ein kleines Puzzlestück von dem großen Ganzen. Witzig, genau. Das Stichwort Buchhaltung, weil ich habe mir so für 2017 das Ziel gesetzt, ich will meine Buchhaltung nicht mehr machen, weil es wirklich eins von den, es gibt zwei Sachen in meinem Leben, die mir überhaupt keinen Spaß machen und absolut nicht mein coolstes Leben repräsentieren, das ist einerseits die Buchhaltung und zweitens meine Wohnung zu putzen und deswegen hätte ich gern jemanden, der das für mich macht. Und das ist natürlich purer Luxus, dass das meine Probleme sind oder die Dinge, die ich loswerden will. Natürlich gibt es Menschen, die ganz andere Grundvoraussetzungen haben und jeden Tag hart dafür arbeiten müssen, dass sie sich überhaupt ihr Leben finanzieren können. Und gerade wenn Kinder dann dazukommen, hast du eine ganz andere Verantwortung. Wie geht es dir damit? Weil ich habe auch das Glück, dass ich mehrere Sachen parallel machen darf,
dich auf eines zu fokussieren? Oder macht das alles zusammen so viel Sinn und geht das alles in die gleiche Richtung, dass es einfach stimmig ist? Es ist manchmal schon ein Jonglieren, muss ich sagen. Aber bei mir, dadurch, dass es auch so viele Sachen sind, zeigt sich immer das, was gerade am wichtigsten ist. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, wow, ich jongliere gerade ein bisschen und es geht sich von der Zeit her oder vom Fokus her, so wie du nennst, das kenne ich schon ganz gut, dass es manchmal verloren geht, weil einfach das eine ansteht und das andere und das zweite. Aber es ergibt sich dann immer gut im Vertrauen, dass einfach gerade das Richtige da ist. Und also mir wird einfach nicht fad, ja, das ist halt der Vorteil. Und natürlich alles, so wie mir gerade gesagt hat, in Buchhaltung, ich kenne das genau, wir können uns vielleicht einen Buchhalter oder eine Buchhalterin gemeinsam suchen, weil das ist auch mein 2017 Ziel, das cool. Zu werden. Okay. Also gibt es irgendeinen Buchhalter, der richtig Spaß hat, an dem bitte melden. Das wäre super. Ja, aber das sind einfach so Sachen, wo auch der Fokus dann einfach mehr anderen darf. Und manchmal steht einfach Buchhaltung im Fokus, weil das steht an. Und dann ist das das Wichtigste. Und den nächsten Tag weiß ich, jetzt bereite ich nur noch vor das Seminar, das jetzt da ist. Oder ja, das ist die nächste Kräuterwanderung. Und einfach, was gerade präsent ist. Und ja, da geht manchmal der Fokus einfach so ein bisschen links und rechts, aber das ist voll in Ordnung. Was, wo ich mich schwer tue, weil gerade wenn du selbstständig bist und auch an deinen Träumen und Zielen arbeitest, das hört ja nie auf. Eben Buchhaltung ist für mich zum Beispiel praktisch, ich weiß, spätestens am 15. muss ich das abschicken, also spätestens am 15. muss ich mich hinsetzen und das machen. Und ich habe ein ganz spannendes Gespräch vor kurzem gehabt mit einem Freund von mir, mit dem Klaus Schnetzer, ich weiß nicht, ob du den kennst, einer der unserer Star-Architekten, die den Preis gewonnen haben in Kalifornien für das nachhaltigste Haus. Und er hat gesagt, wir verhaften oft so im Tun. Wir müssen das tun, wir müssen produktiv sein und sind ständig nervös, gerade wir Selbstständigen, weil es eben nie aufhört. Und er hat sich in diesem Jahr ganz bewusst zu dem Sein entschlossen. Und ich glaube, dass es immer eine Balance braucht, zumindest für mich. Ich bin gern produktiv, ich schaffe gerne, aber ich habe gerade in den letzten Tagen mir sehr bewusst gemacht, wann ich bin. Und einfach das mache, was ich jetzt gerade bin eben. Und das ist bei mir zum Beispiel Sport, das ist Schlafen, das ist Meditieren und das sind genauso Gespräche, wie sie jetzt sind, wo man einfach im Moment ist, zuhört, lernen kann. Und es muss nicht immer sein, dass ich an einem Konzept arbeite, dass ich ein Buch in der Hand habe, dass ich produktiv bin im Sinne, wie es unsere Gesellschaft versteht. Was sind bei dir so Dinge, wo du im Moment bist und bei dir bist? Eigentlich recht ähnliche bei dir, wie bei dir, also auch einfach meditieren. Für mich ist in der Natur sein, jetzt Sport ist jetzt in dem Sinne nicht unbedingt was ich als Plan integriere, sondern ich bewege mich einfach ganz viel im Alltag. Das ist, ich bin im Garten draußen, ich habe immer irgendwie dreckige Finger, entweder vom Malen oder vom Garten. Dieses auch ganz bewusst da sein und spielen, das ist für mich auch ganz wichtig. Da habe ich schon sogar was mitgebracht. Jetzt bin ich gespannt. Bist du überrascht? Aber kennst du das? Schwarze Peter. Warum also, eigentlich, weißt du das? Warum schwarzer Peter? Das ist eine gute Frage. Aber ich bin hinten gelegen, es heißt auf manchen Sprachen sogar irgendwie Black Donkey oder irgendwie dann heißt es, weil das ist ja eigentlich eine schwarze Katze, die schaut so aus wie mein Dumbi. Stimmt, ja. Also es gibt verschiedene Namen dafür. Schwarze Katze. Aber das ist was mich so rausholt, weil eben ich kenne das auch so, es gibt manchmal ja keine, es gibt keine geregelten Arbeitszeiten in dem Sinne. Es ist manchmal, ich schlage Leuten Termine vor, die an Feiertagen sind, weil das für mich einfach nicht wirklich wichtig ist. Aber ich habe gelernt, zum Beispiel in diesem Jahr, ich habe im Frühling mein erstes freies Wochenende gehabt, im Juni irgendwann, und da habe ich gemerkt, das war zu viel. Und habe jetzt beschlossen, auch die Sonntage sind mehr für mich dann natürlich, wenn es sich ergibt und immer wieder sind Seminare, die einfach übers Wochenende sind, dann ist es auch vollkommen okay. Aber so ein bisschen einen Rahmen zu haben, dass auch ich irgendwie, Freundschaft und Familie, das ist dann alles zwar so übergehend, aber die meisten haben doch so einen geregelten Arbeitsrhythmus und dann habe ich gemerkt, das fehlt mir dann manchmal. Also da muss man wirklich gut auf sich schauen, habe ich auch für mich festgestellt. Und eben Meditationen draußen sein, in die Wolken schauen, in die Sterne schauen. Was ich vorher gesagt habe, das sind für mich so kleine Momente, die einfach so ein paar Atemzüge und ich bin eh schon wieder da. Aber das braucht wirklich diese Bewusstheit, jetzt mal wieder ganz präsent zu sein. Voll. Und dem einfach einen Wert geben, dann ist das halt eine Zeit, in der man nicht ein Geld verdienen kann oder was in der Gesellschaft vielleicht oft auch verpönt ist. Ich glaube, gerade bei Männern ist es so, wenn du dann sagst, wow, ich schaue mir jetzt den schönen Sonnenuntergang an, was bist du für ein Mädchen, also mach was Gescheites, trink ein Bier. Aber genau das ist es. Viel mehr die selber fragen, was dein Wert ist und was es für dich, was es dir bringt. Und in den Momenten bin ich dann auch voll kreativ. Also ich merke das zum Beispiel,
ich bin eher eine Langschläferin, muss ich zugeben. Ich bin dafür voll produktiv in die Nacht rein. Aber ich mache mir ungern Termine vor 10 aus, weil ich einfach merke, in der Früh ist so eine Zeit, wenn ich einfach aufwache und ich schaue, ich habe so ein Riesenfenster einfach mitten in meinen Garten rauf und ich schaue einfach so raus und ich sehe die Eichkatzel spielen und so. Da kommen immer die besten Ideen, die könnte ich gar nicht, wenn ich mich jetzt in der Früh um 7 anziehe und aufstehe und sofort irgendwie am Computer setze und mir denke, okay, und was mache ich jetzt da? Würden diese Ideen gar nicht so auftauchen, natürlich, und trotzdem bin ich natürlich in der Früh auch, also ich schlafe jetzt nicht bis um 10, ja, aber einfach... Ich schon. Wirklich oft. Ja, ist mein Biorhythmus, aber ich bin da so ähnlich wie du, ich arbeite dann auch in die Nacht rein. Ja, und da merke ich auch am Abend, da kommen keine E-Mails, da passiert auf Facebook und auf allen Social Media Channels wenig, da ruft mich keiner an, da bin ich wirklich am produktivsten. Das tut mir richtig gut, da zu merken, das ist so ein Raum, wo ich dann durchatmen kann, da habe ich keine Termine mehr, da kommt keiner zum Coaching oder zum Teambuilding irgendwie nach Mitternacht. Da bin ich meistens bis um 2 einfach, ist so mein guter Arbeitsrhythmus und dann in der Früh das loszulassen. Voll. Und so schön, was du ansprichst, den Freiraum. Ich merke zum Beispiel für mich, wenn ich so meine Woche anschaue, bewusst gewisse Tage oder zumindest Nachmittage oder so nicht planen und Vertrauen haben, dass da das Richtige passiert. Ja. Und das war ganz oft schon so, dass ich voll die spannende Begegnung gehabt habe und einfach Zeit dafür gehabt habe, dass ich mit dem 4 Stunden im Café 7 Stern zum Beispiel gesessen bin und ganz viel gelernt habe daraus. Und die Möglichkeit eben gehabt, weil ich mir nicht einen Termin auf den nächsten eingeplant habe. Und aus dieser Freiheit passieren auf die schönsten Dinge. Du hast uns ganz viele coole Dinge mitgebracht. Ja. Gibt es da zu irgendeinem eine spezielle Geschichte? Es gibt eigentlich zu jedem Geschichten. Ich werde es vielleicht ein bisschen kurz machen. Weil ich ja, nehmen wir mal eines raus. Das ist raus. So wie bei meinen Projekten, da kommt immer viel zustande und von einem zum anderen. Andererseits habe ich euch mitgebracht Eprovetten. Ich komme eigentlich aus der Wissenschaft. Ich habe ganz viele solche Dinger in der Hand gehalten, aber die waren immer mit anderen Sachen gefüllt. Und mittlerweile mache ich einfach viel mehr im Garten und einfach kreative Sachen, dass ich mittlerweile einfach meine gesammelten Samen aus dem Garten drin sammle. Und ich finde, es schaut auch schön aus. Da zum Beispiel der Klatschmohn. Und ja, das sind so die Eprovetten, die mich immer wieder daran erinnern, auch an diese Verbindung von eigentlich ja, Wissenschaft, von Wissen, von Weisheit. Dass in uns allen so ein fließender Übergang ist. Und manchmal wissen wir so viel und wissen es trotzdem nicht gut anzuwenden. Oder umgekehrt haben wir so ein Gefühl, das könnte jetzt richtig sein und wissen gar nicht, wie das umsetzbar ist. Und das ist dann so diese Intuition, darauf zu hören, finde ich. Wie war eigentlich, weil du gesagt hast, du hast studiert, wie war der Weg dann zur Villa Natura? War das grundsätzlich schon so angedacht oder hat es da einen Cut gegeben, wo du gesagt hast, das ist es jetzt? Also ich habe immer schon nebenbei ganz viele Sachen gemacht und mich fortgebildet und während ich studiert habe noch, habe ich die Ausbildung als Yogalehrerin und als Coach und Kräuterpädagogin und so. Das hat sich immer wieder einfach aus meinem, weil ich habe so eine unstillbare Neugier, würde ich fast sagen. Also ich muss immer wieder was Neues lernen und das macht mir irrsinnig großen Spaß. Und so hat sich das nebenbei immer entwickelt und dann schon in meinem letzten Angestelltenverhältnis habe ich dann schon nur noch 4 Tage gearbeitet, weil was ich mir dachte, zuletzt war ich in der Wissenschaftskommunikation in einem medizinischen Unternehmen und da war ich extra schon nur noch 4 Tage, weil ich dachte, ja, dann kann ich nebenbei endlich all das machen, was ich wollte. Aber ich merke, ich bin so ein Typ, alles oder nichts. Also ich möchte ins kalte Wasser springen. Ich habe dann einfach irgendwann einmal, ich habe gemerkt, das geht für mich nicht. Ich habe dann, diese 4 Tage waren so super, dass ich am Wochenende war ich dann in Florenz und ich habe so super verdient, wie das halt auch ist in dem Business natürlich, dass ich irgendwie ständig die Zeit super genossen habe, aber nicht wirklich das gemacht habe, was ich wirklich will. Und das ist für mich auch so ein Leitsatz, an den ich mich manchmal erinnere, egal ob es Buchhaltung oder solche Sachen sind. Disziplin ist manchmal das zu tun, was man wirklich will und nicht nur das, was man jetzt will. Also das hat für mich dann so ein größeres Ganzes gezeigt und ich habe gewusst, ich kündige jetzt und ich gehe den Weg. Und es hat dann noch immer ein paar Monate gedauert, bis ich endlich diesen Platz gefunden habe, weil ich habe schon jahrelang immer geschaut nach so einem Haus, kleines Haus, großer Garten in der Nähe zur Stadt, irgendwo Wienerwald, am liebsten Klosterneuburg. Und dann plötzlich war es einfach da. Also es hat dann auch dieses Einlassen braucht von mir und dieses ins kalte Wasser springen und schauen, was passiert. Und so bin ich halt bei vielen Sachen. Und dadurch funktionieren aber auch viele Sachen nicht. Das finde ich ist auch wichtig manchmal zu sagen, weil viele sagen so, wow, was du alles machst und das ist alles so super cool, ja. Aber man sieht halt nicht, was für Sachen auch dahinter stehen, die nicht funktionieren. Voll. Und das ist aber auch so ein Loslassen, weißt du, ob du das auch kennst? Voll. Das Loslassen ist genau das Stichwort und der Katze hat in einer unserer Talks gesagt, träumen und dein coolstes Leben leben ist nicht immer einfach. Da gibt es ganz, ganz harte Schritte dorthin, Riesenhürden, wo du glaubst, wie soll ich über die jetzt wieder drüber kommen? Und er hat das ganz emotional beschrieben und man sieht jetzt dich in der Villa Natura und wie du auflebst und wie du strahlst, aber dass der Weg dorthin nicht immer einfach war und wie du gesagt hast, bewusst von einem Job loslassen, der eigentlich cool war, weil du gut verdient hast, aber trotzdem hast du gespürt, so hundertprozentig ist es das nicht.
Genau, das ist es. Und es sind viele Momente und immer wieder diese Hürden und Hindernisse, was du sagst, die man eben dann nicht sieht, weil, ja. Und stell dir eine Gesellschaft vor, von der träume ich, wo jeder sein coolstes Leben lebt und wo man nicht sagt, okay, ich lebe fürs Wochenende oder ich mache jetzt statt 40 Stunden jetzt 35, weil dann habe ich 5 Stunden mehr Freizeit. Warum kann ich nicht immer Freizeit haben? Ich kann zum Beispiel das überhaupt nicht mehr abgrenzen, Freizeit und Arbeitszeit, weil das, was ich arbeite, da steht am Ende meine Vision und mein Traum und ich würde es sowieso machen, auch wenn ich kein Geld damit verdienen würde. Aber da muss man halt einmal den ersten Schritt machen. Ja. Und da gibt es halt Existenzängste, die ich verstehe und ganz viele Leute eben, ja, eben Kinder haben und Verantwortung dann haben auch für andere. Aber es gibt so wunderschöne Beispiele wie deines, das, oder der Sascha, der auch schon bei uns in der Sendung war, die aufgehört haben, richtig Angst gehabt haben, wie der Sascha, was mache ich jetzt? Der war, hat einen richtig coolen Job bei Siemens gehabt, richtig gut verdient. Und jetzt, auch ein halbes Jahr später, sieht er, wie alles im Leben auf einmal seinen Sinn hat und wie schnell sich das auch verwandelt hat. Du hast da ganz groß Wild draufstehen. Ja. Findet man auf deiner Homepage immer wieder. Ich habe übrigens auch so ein cooles Wild-Geschenk gekriegt. Passt's mal? Ich finde es super, ja. Voll angenehm. Baumwolle, oder? Das alles Öko-Stoffe sind das cool. Natürlich. Und Freunde von mir drucken das und ja. Super, cool. Solche Leute können unterstützen. Kriegt man das wo? Das liegt auf meiner Webseite. Super. Genau. Es gibt 4 oder 5 verschiedene Motive. Es sind alles Öko-Shirts und ja, mit echt coolen Farben auch. Also, super. Auch aber was ich sagen wollte, du schreibst da ganz groß wild, wild immer wieder drauf. Was war das Wildeste, was du je gemacht hast? Das Wildeste, was ich je gemacht habe? Verrückteste, lustigste. Hast du irgendein. Oder ist dein ganzes Leben an sich einfach sehr wild? Ich glaube, es ist an sich sehr wild. Wobei unter wild verstehe ich einfach natürlich und so und frei und spontan auch. Das bedeutet für mich wild. Eins der wildesten Sachen war trotzdem für mich, ich habe eine Visionssuche vor vielen Jahren mal gemacht und das war wirklich wild. Also das war für mich echt so ein Schritt ins Ungewisse, wo mehrere Tage allein im Wald, das echt in einer coolen Gruppe zwar auch sozusagen den Rahmen hat, aber trotzdem ganz frei ist, man trifft viele Tage niemanden einfach und das war echt, also das hat mir nochmal so einen richtigen Kick gegeben und so einen Drive und diese Erinnerung, was will ich wirklich machen? Weil im Alltag natürlich hat man auch immer solche Plätze, wo man gut für sich sein kann und schauen kann, was will ich wirklich. Aber so eine Zeit, insgesamt waren das 10 Tage, ganz in der Natur zu sein, kein Handy, kein gar nichts, das war wirklich für mich nochmal so ein ganz wichtiger Drehpunkt. Und so ähnlich wie im Film Into the Wild, kennst du den? Ja, natürlich, ja. Stimmt, so ähnlich, ich habe es Gott sei Dank besser ausgegangen. Aber gut, ich bin auch Kräuterpädagogin, ich weiß, was ich essen kann und was nicht, also mir wäre das, glaube ich, nicht passiert, wobei... Ja, sehr praktisch. In diesem kalten Winter, wenn nicht mehr viel anderes da ist. Cool. Also ich habe so das Gefühl, du lebst absolut deinen Traum und blühst voll auf in dem, was du machst. Gibt es so einen nächsten Traum auf deiner Bucketlist, etwas, das du dir unbedingt noch erfüllen willst? Nein, fällt mir spontan gar nichts Großartiges ein. Ja, einfach noch mehr natürlich. Noch mehr das zu genießen, das ist es halt manchmal auch, finde ich, weil eben gerade bei diesen vielen Sachen, da merke ich so, jetzt steht das an, jetzt steht das an, jetzt steht das an, aber einfach das noch mehr irgendwie wahrzunehmen und wer weiß, irgendwie noch ein bisschen spezieller zu machen, was ich hier noch mitgebracht habe. Eine Gabel. Eine Kuchengabel. Was ist so speziell an der? Eine Riesengabel. Mit der kann man ans ganz andere Ende greifen und auch was vom Tisch essen. Nein, aber also wenn der andere so was Besseres zu essen bestellt hat. Aber das ist für mich so ein Symbol, einfach so aus ganz normalen Momenten einfach die noch mehr zu genießen, dass es einfach noch präsenter zu sein ist, wie du vorher schon gesagt hast. Ja, dieses jeden Moment einfach noch bewusster wahrzunehmen und ja, zu schauen, was liegt da noch drinnen. Schön. Ansonsten... Du hast ja auch ein Buch geschrieben mit dem Titel 33 Inspirationen für Lebenskunst? Für Lebenskunst, ja genau. Das ist ein E-Book, das gibt es kostenfrei auf meiner Webseite. Gibt es da irgendwie von den 33 so eine Lieblingsinspiration für dich persönlich? Eine, die dir am meisten anspricht? Was inspiriert dich am meisten? Inspirieren, die Natur, das ist es. Also wirklich das, was ich vorher schon gesagt habe, einfach Pflanzen zu beobachten. Dieses ganz Sinnliche einfach, ganz mit allen Sinnen wahrzunehmen, wo bin ich da gerade, was mache ich da gerade, das ist für mich das, wo ich sofort wieder im Moment einfach eintauche und das kann ganz schnell gehen manchmal, einfach nur ein paar Atemzüge rausgehen vor die Tür und ja, mich zu erinnern, wie schön es eigentlich ist, überhaupt zu leben und was für ein Luxus wir eigentlich auch, egal ob in Österreich, in Europa, was wir da eigentlich haben und was
ja, mit was wir manchmal uns beschäftigen an Problemen, die verglichen zum großen Ganzen eigentlich total nichtig sind, und dann wieder zu wissen, es ist alles gut und jeder Stress, den ich habe, und jedes, ja, Problem ist eigentlich sehr relativ. Mhm. Und das ist was, was mich dann wieder so dankbar macht fürs einfach Dasein. Und, ja. Cool. Ich habe gesehen, du bist ziemlich reich, du hast 1 Million, was sind das, Dollar? 1 Million Dollar. Was mit dem Geldschein auf sich? Die habe ich bekommen. Wie cool ist dein Name eigentlich? Ricci. Ist ja, kommt ja irgendwo, cool, ja. Oder ist ja reich, oder? Voll, also logisch, dass du 1 Million Dollar hast. Ja, und vor allem die begleitet mich echt ständig in meinem Geldbeutel, deswegen ist sie ein bisschen so zerknittert, und die habe ich von der Dream Academy bekommen, Akademie, vom Hermann und vom Katzi, und das ist echt was ganz Cooles, was die beiden auch machen, weil die vernetzen echt auch uns zwei, wir kennen sie auch über die zum beiden, Beispiel, ganz genau. Zufällig. Neben der Katzi war schon bei uns. Ah, na bitte, ja super, das muss ich mir auch anschauen. Mhm. Und ja, seitdem ich das habe, weiß ich, dass ich mir überhaupt keine Sorgen mehr machen muss, weil Geld ist natürlich bei vielen ein Thema, und da gibt es diese klassische Frage natürlich, was würdest du machen, wenn du 1 Million Dollar hättest, was wäre es dann wirklich? Und am Anfang, ich finde das manchmal gar nicht so leicht zu beantworten, weil am Anfang kommt man einfach dieses, boah, wenn man so im Alltag drinsteckt, dann kommt, ich würde mal reisen und ich würde mal das und ich würde mal einfach ausschlafen. Mhm. Aber ich finde das Spannende ist, was würde man nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr dann machen, wenn man all das erlebt hat und, das, und wieder aufgedankt hat, das, wonach man sich eh schon so lange sehnt, was ist dann das, was man machen wird? Mhm. Danach eigentlich erst beginnt es spannend zu werden für mich. Stimmt. Arbeite ich gerne mit Kindern? Was ist wirklich? Weil kein Mensch will nur auf Urlaub sein. Das ist ja total langweilig. Genau. Und das bedeutet eigentlich für mich nicht, was würdest du mit 1 Million Dollar machen, sondern was würdest du machen, wenn Geld überhaupt keine Rolle spielt? Genau. Und vielleicht in unserem System, in unserer Gesellschaft, Geld überhaupt nicht da wäre, sondern ich bin ja zum Beispiel fürs bedingungslose Grundeinkommen, ja, weil das wäre so ein Riesenschritt, dass wirklich jeder das machen kann, was er will. Absolut. Und sich nicht mehr fragt, womit verdiene ich mein Geld, sondern womit kann ich mein Leben mit etwas füllen, das mir Spaß macht, wo ich mich verwirklichen kann. Und deswegen, ich habe den Geldschein auch daheim bei mir pickt, daheim an der Wand, und erinnere mich auch wieder daran, dass alles da ist. Ja, genau. Und es gibt natürlich Phasen und Momente, aber für einen Traum, finde ich, lohnt sich einfach alles zu machen, und ich finde, da gibt es keine Grenzen einfach. Und manchmal hat man natürlich gerade weniger im Konto und manchmal wieder mehr. Aber was bedeutet es? Voll. Ich glaube, das ist immer, wenn man zu viel und zu wenig Geld hat, ist es immer ein Thema. Man muss halt für sich herausfinden, was braucht man wirklich. Genau. Und das ist meistens viel weniger, als das man eigentlich glaubt. Absolut, ja. Und man muss nicht von viel leben. Und es geht darum, dass man wirklich das macht, was einem Spaß macht. Eigentlich. Voll. Und notfalls gibt es ja so Wunderlampen oder Traumfänger und alles Mögliche, was einem dabei unterstützen kann. Ja, im Schlafzimmer eigentlich. In unserer Sendung gibt es immer eine Hausaufgabe für unsere Zuhörer, weil man soll nicht nur zuhören und sich inspirieren lassen, sondern man soll es tun. Das ist ganz wichtig, den ersten Schritt zu machen. Und im Zusammenhang mit dir ist mir sofort eingefallen, das Leben genießen in Form von es zeigen und lachen. Und mir ist das wirklich so in Erinnerung geblieben, nach 3-4 Monaten, wenn ich an die denke, kommt sofort der riesen Smiley, den man jetzt auch gesehen hat in den letzten 23 Minuten. Und das würde ich euch gern mitgeben, bewusst einmal das Leben anzulächeln, und nicht nur das Leben, sondern vielleicht ein Gegenüber. Ich habe das wirklich gemacht, wie wir zusammengesessen sind, bin ich heimgegangen, und ich habe auf der Straße jeden, den ich begegnet bin, ein Lächeln geschenkt. Und ungefähr bei 4 von 5 kommt irgendwie so, was will der jetzt von mir? Und manche haben aber so richtig zurückgelächelt, und ich denke mir mal, die besten Dinge im Leben sind gratis, ist auch so ein Motto von mir. Und Lachen gehört definitiv dazu. Oder ist einmal ein Lächeln oder ein Smiley einfach. Probiert es einmal aus, Menschen einfach anzulächeln und schauen, was zurückkommt. Vielleicht ist es im ersten Moment für manche komisch, aber im zweiten werden die Leute darüber nachdenken, dass das Sinn macht. Und dass man auch so ganz viel positive Energie verstreuen kann. Man muss nicht immer die Welt im Großen verändern, man kann es gerade durch ein Lächeln verändern, finde ich. Und das verändert oft viel. Voll. Ja. Patricia, mega cool, dass du da warst. Hat mich auch gefreut. Hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Talk wieder in dieser Sendung Dein coolstes Leben. Thank you.